Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir haben es immer noch Nacht. Wir sind auch mittlerweile hungrig. Aber ich bin am Überlegen, vielleicht doch nochmal pennen zu gehen. So. Und dann noch einmal hier zu speichern. Tag 125 schon. Und dann müsste auch da hinten mittlerweile das Fleisch trocken sein, hoffentlich. Vor allem 600 Stöcke müssen wir auch noch aufsammeln. Können wir noch nicht essen, okay. Müssen wir so machen. Müssen wir erstmal so grillen. Aber wir haben ja jetzt schon den. Oh, wie Bambi hier über meine Schulter hängt. Das ist ja geil. Sogar noch mit dem Auge. Ey. Wie viel Trinkwasser haben wir hier drin? 74. Können wir eben oben auffüllen. Und wir machen uns gleich auf den Weg in Richtung Schneegebiet. So, den wollen wir jetzt einmal auffüllen. Genau, hier. Warte mal, wir haben ja jetzt schon 6 Teile. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 2 Teile fehlen uns noch. Um den fertig zu haben. Das heißt, wir müssten uns eigentlich auch mal gezielter auf die Suche nach den Dingern machen. Hier ist leer. Scheiße. Aber echt, ich fand das jetzt geil. So in letzter Zeit waren wir öfters einfach mal so hier die Insel einmal erkunden und durch Zufall so ein paar von den gestohlenen Teilen einfach so gefunden. Paar Folgen auch einfach da in das Loch reingefallen. Einfach, das war auch geil. Aber Teile fehlen uns noch. Die müssen wir auch noch finden. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal nach so einer Karte oder sowas danach suchen soll oder einfach so spontan finden. Bin ich mir nicht sicher. Aber wir gönnen uns jetzt mal so eine Dose Soda. Die Frage, die ich mir stelle, ist, kann das hier auch kaputt gehen, was ich jetzt anhabe? Weil unten in der Anzeige sind ja jetzt so braune Dingens angezeigt. Braune Rüstungsslots. Der unterste, da fehlt sogar so ein kleiner Millimeter von der Rüstung. Also ich glaube, der ist nicht ganz. Warte. Wenn wir hier mal auf Statistiken gehen. Hier Rüstung 0. Aber Wärmeschutz, Kälteschutz 100. Geistige Gesundheit 80%. Haben wir deutlich was verloren, glaube ich. Stärke 61,0 und Athletik 67,3. Weiß jetzt nicht, ist das jetzt gestiegen oder gesunken? Und hier haben wir. Pfifferlinge haben wir noch nicht gefunden. Sonnenhut, rehbrauner Dachpilz und Weidenröschen. Schachtelhalm, leuchtender Ölbaumpilz, spitzkegeliger Kahlkopf, Ringelblume, die fehlen uns auch noch.
Da hinten sind sie. Ich hoffe, die haben mich nicht gesehen. Können ruhig da unten bleiben. Oh, und ich laufe genau denen jetzt entgegen. Super. Aber die sind jetzt nicht hinter mir her, oder? Egal, wir wollen jetzt ins Schneegebiet. Und da mal schauen, ob wir da noch Höhlen oder sowas finden. Hier würde ich vielleicht mal ruhiger laufen. Weil hier können ja Thrombosen-Jonas und so rumlaufen. Oder Galoppelheinz. Obwohl, hier müssten auch wieder neue Seile geben. Ne, sind nicht gerespawnt, die Seile. Okay, schade. Oder gibt es hier noch irgendwas? Oh. Ja. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Aber da haben wir schon mal einen. Ruhig. Ja, den haben wir erwischt. Hier könnten wir auch speichern. Ich will nur an euch vorbei. Tschüss. Ich habe ihn nicht getötet. Ich habe keine Ahnung, was mit dem passiert ist, aber ich war es nicht. Sind sie? Schreihälse. So, Ausdauer ist jetzt am Arsch. Aber uns müsste jetzt warm genug sein, dass wir hier rumlaufen können. Nice, nochmal ein paar Stickies. Was ist denn das? Kann man es essen? Nein. Die ist nicht so gut. Boah, aber geil, jetzt mal im Schneegebiet zu sein. Da ist nochmal ein Bambi. Aber hier den Bambi wollen wir jetzt nicht, brauchen wir jetzt nicht. Schneehase. Ein weißer Hase, da, nochmal. Wo ist denn der hin? Ich habe hier gerade was gehört.
Gibt es hier vielleicht ein Tier, das ich noch nicht entdeckt habe, abgesehen jetzt von dem Schneehasen? Wo ist denn der Schneehase hin? Hallo, hier geblieben. Habe ich den erwischt? Nee. Na, komm schon. Ja, wir haben ihn erwischt. Jetzt will ich erstmal den Pfeil haben. Hallo. So, dann haben wir den auch schon mal in unserer Sammlung. Ah, das ist ganz normales Hasenfell. Okay. So, wo sind wir jetzt genau auf der Map? Will ich hier aber erstmal auch alles erkunden, mal ansehen hier. Hier ist ja der kleine Teich. Bambi ist am Trinken. Boah, ja, krass hier eigentlich. Und das Krasseste, wir frieren nicht. Uns ist nicht kalt und wir sind auch nicht nass. Ich will hier erstmal alles sehen, erkunden. Hallo Bambi. Dich brauche ich heute nicht. Keine Sorge. Da vielleicht Höhlen? Fangen wir mal von unten an. Obwohl hier wird es langsam wieder grün. Höhleneingang? Nee. Das sieht so aus, als wäre da ein Eingang. Aber wir sind wieder hungrig. Machen wir eben ganz schnell hier ein kleines Feuerchen. So, in der Zeit können wir auch mal hier gucken, was haben wir bisher jetzt alles entdeckt. Hier haben wir, die Kanadagans fehlt uns noch. Hier haben wir alle. Hier haben wir auch schon alle, nice. So, ein paar Euros drauflegen, dann wird uns wieder warm. Jetzt fertig. Boah, aber es ist schon geil hier. Jetzt mal endlich ins Schneegebiet gehen zu können. Ah, okay, da unten wird es wieder grün. Da wird es wieder grün. Hier waren wir ja noch vor ein paar Folgen.
Kann ich den hier kaputt machen? Das müsste doch ein Sticky-Baum sein. Wenn das jetzt normale Baustämme sind, dann lasse ich davon Finger. Nee, das ist ein Sticky-Baum. So, jetzt werde ich noch von Anonym angerufen. Anonym gehe ich gar nicht ran. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber anonym gehe ich gar nicht erst dran. Auch wieder ein Pilz. Die sind schon wieder. Ah, wir sind schon ganz schön weit im Norden hier. Und da wird es wieder grün. Ah, das kennen wir. Von da sind wir öfters mal so auf Wildschweinjagd gewesen. Da ist wieder Hasi. Und ein Eichhörnchen. Willst du mich verarschen? Waren wir vorhin an dem See oder ist das jetzt ein anderer? Ne, wir waren an dem hier schon. Ne? Hier waren wir schon. Ich will jetzt aber auch nicht rausfinden, ob wir auch frieren, wenn wir da durchschwimmen. Zumindest jetzt noch nicht. Können wir irgendwann später mal ausprobieren. Aber ich denke schon, dass uns dann kalt sein müsste, wenn wir da durchschwimmen würden, auch trotz dieser Ausrüstung. Boah, ist schon geil da oben. Boah. Gern mal da hoch. Und das scheint nach einem Weg zu auszusehen. Könnte man da entlang. Aber ich gehe lieber oben rum entlang. Nicht, dass ich dann da am Ende irgendwie von Ureinwohnern eingekesselt bin. Ne, hier scheint es nichts zu geben. Nichts Interessantes auf jeden Fall. Ist das schlau, was ich hier jetzt mache?
Anscheinend ja. Ah, okay. Jetzt habe ich Angst, dass das hier nicht schlau ist, was ich jetzt mache. Okay, man kann das raustriggern. Jetzt ist die Frage, falle ich gleich aus der Map? Wow. Der Sprung war ein bisschen höher. Oha. Wir werden es gleich erfahren, ob wir aus der Map fallen oder nicht. Komm, komm. Okay, funktioniert nicht. Irgendwo ist auch die Grenze erreicht. Nee. Ich sah schon meinen Untergang entgegen. Wir müssen da wieder auf die Seite entlang. Wow. So, es wird dunkel. Hier scheint es auch deutlich ruhiger zu sein, irgendwie. Boah. Wie es hier nachts aussieht, ey. Wo genau sind wir jetzt? Okay, wir sind jetzt ein bisschen mittiger im Schneegebiet. Jetzt nur die Frage, was wir hier noch finden werden oder könnten. Ich hoffe immer noch, dass wir noch eine Höhle hier finden. Eine, die wir noch nicht entdeckt haben. So, dich nehme ich mit. Ah, noch ein Waschbär. Hier sind die auch deutlich einfacher zu erkennen als vorhin im Wald oder vor ein paar Tagen im Wald. Da, wo es noch grün war. So, den konnte ich nicht mitnehmen. Aber dafür den. Okay. Ah, da unten. Laufen die auch hier halbnackt rum? Erfrieren die nicht? Ist denen nicht kalt? Müssen doch auch frieren, oder nicht? So, dann. Einen Schluck trinken.
Dann machen wir uns hier noch mal ein kleines Feuerchen. Und dann schmeißen wir den Kanickel rein. Jo, Zombie Eis spielt Arma 3. Nice. Muss das irgendwie schaffen auszuschalten, dass man das nicht mehr so sieht. Essen ist fertig. Das Feuer kann da bleiben. Ja, geht zum Feuer, aber nicht zu mir. Ah, da wird es wieder grün. Kommen wir hier hoch? Ja. Vielleicht haben wir von oben bessere Aussicht, was es hier vielleicht zu entdecken gibt. Da hinten schreien die Ureinwohner wieder rum. Und ich würde sagen, den Rest des Schneegebiets erkunden wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.